In diesem Video möchte ich die Anwendung der binomischen Formeln zeigen. Ich werde hier nicht zeigen, wie die Formel entsteht, ich werde sie auch nicht beweisen, sondern nur die Anwendung demonstrieren. Die binomische Formel brauchst du immer dann, wenn du ein Binom hast, also einen Ausdruck, der aus zwei Teilen besteht, mit einem Plus oder Minus getrennt, und dieser ganze Ausdruck wird hoch 2 genommen, so wie hier, was du gerade siehst. Um die Formel genauer zu erklären, ersetze ich jetzt mal diese beiden Teile, aus denen das Binom besteht, durch zwei Schachteln, sage ich jetzt mal, eine blaue Schachtel und eine gelbe Schachtel. Und so eine Formel ist ja nichts anderes als eine Gebrauchsanweisung, und die Gebrauchsanweisung für diese Formel lautet: Nimm die blaue Schachtel hoch 2, dann addiere 2 mal die blaue Schachtel mal der gelben Schachtel, und am Schluss addiere die gelbe Schachtel hoch 2. Gut, jetzt werden wir mal die Schachteln mit irgendwas befüllen. Schauen wir mal, wir nehmen einmal für die blaue Schachtel 5s und in die gelbe Schachtel geben wir 7t rein. Das machen wir überall, also auch da, wo die Gebrauchsanweisung von der Formel steht. Und jetzt rechnen wir das Ganze aus. Gebrauchsanweisung Teil 1, wir müssen alles, was in der blauen Schachtel ist, hoch 2 nehmen. Also sowohl den 5er als auch das S. Naja, und das ergibt dann 25 S hoch 2, weil 5 hoch 2 ist 25 und S hoch 2 ist, naja klar, S hoch 2. Jetzt weiter. 2 mal 5S sind 10S, mal 7T sind 70ST. Und auch die letzte gelbe Schachtel müssen wir hoch 2 nehmen. Naja, 7 hoch 2 ist 49 und T hoch 2 ist nun mal T hoch 2. Und das war's jetzt auch schon. Also du siehst, eine Formel ist nichts anderes als eine Gebrauchsanweisung, die man Schritt für Schritt abarbeitet. Gut, noch ein Beispiel, wo du dich gleich selbst testen kannst. Wenn es dir möglich ist, nimm jetzt mal einen Zettel und schreib mal die Angabe auf. Die Angabe lautet, Klammer auf, 3x plus 10, Klammer zu, hoch 2. Und jetzt kannst du schauen, ob du die Aufgabe nach der Anleitung von vorhin schneller lösen kannst, als die Animation hier am Bildschirm abläuft. Ich starte in 3, 2, 1 und go! Und aus. Ja, jetzt kannst du vergleichen, ob das Ergebnis mit dem übereinstimmt, was hier auf dem Bildschirm steht. Übrigens, wenn du einigermaßen fix im Kopfrechnen bist, dann kannst du dir diesen Zwischenrechenschritt sparen und überhaupt gleich das Ergebnis hinschreiben. Also du musst nicht unbedingt, so wie ich es da umständlich gemacht habe, 2 mal 3x mal 10 aufschreiben, sondern könntest auch gleich 2 mal 3 mal 10 ist 60 rechnen. Gut, und wenn du dir das Ganze jetzt anschaust mit Buchstaben, weil es ist ja bei einer Formel irgendwie ziemlich unpraktisch, wenn man da dauernd diese Kästchen malen muss und vielleicht auch noch anmalen muss. Eine blaue Schachtel, eine gelbe Schachtel, wieder eine... das ist ziemlich umständlich. Deswegen nimmt man statt diesen komischen Schachteln normalerweise Buchstaben. Aber die Buchstaben bedeuten genau dasselbe wie die Schachteln. Es sind nur Container, in die man was reingibt. Also, man nimmt meistens für die erste Schachtel den Buchstaben A, für die zweite Schachtel den Buchstaben B. Naja, und dann bekommt man eben diese sogenannte Formel: A plus B in Klammer hoch 2 ist A hoch 2 plus 2AB plus B hoch 2. Ja, vielleicht noch ein Beispiel zum Abschluss. Ich gebe mal in die erste Schachtel 6A rein und in die zweite Schachtel 2B. Und du kannst dich wieder selbst testen. Schreib bitte mal kurz die Angabe auf einen Zettel, wenn es dir möglich ist. Du kannst das Video jetzt auch stoppen.
Und ich starte wieder die Animation in 3, 2, 1, go! Und geschafft. 36 a hoch 2 plus 24 ab plus 4 b hoch 2. Das ist das Ergebnis und schwieriger wird's nimmer.